Die Salzburger Austria hat sich für die neue Regionalligasaison große Ziele gesetzt. Soll doch der 5. Rang vom Vorjahr getoppt werden. Erste Hürde auf diesem Weg waren die Amateure von Wacker Innsbruck. Auf die Fans wartete also gleich zum Auftakt das kleine Westderby. 1500 Zuschauer waren ins MyPhone Austria Stadion nach Max Klang gekommen, um ihre Mannschaft zum Saisonauftakt zu unterstützen. Für den Einmarsch der beiden Teams hatten sich die Fans diesmal etwas ganz Besonderes überlegt. Diese tolle Luftballon-Choreografie sollte allerdings für längere Zeit das einzige Highlight dieses Nachmittags bleiben, denn fast eine ganze Halbzeit lang passierte nämlich so gut wie gar nichts. Die Violetten hatten zwar gefühlt 80% Ballbesitz, aber die tiefstehenden Tiroler ließen in der Defensive vorerst nichts anbrennen. So dauerte es bis zur 34. Spielminute, bis die Austria erstmals gefährlich in den Strafraum eindringen konnte. Peter Urbanek köpfte die Maßflanke allerdings am Tor vorbei. Nur 3 Minuten später war der Bann dann aber gebrochen, denn Goalgetter Marko Vujic versenkte einen schön verlängerten Pass trocken im Gästegehäuse. Mit dieser knappen 1:0-Führung für die Austria ging es dann auch in die Kabine. Zur Pause folgte dann ein kleines Gastspiel des Zirkus Roncalli. Ein Jongleur zeigte den begeisterten Zusehern, was man mit einem oder mehreren Bällen so alles machen kann, außer sie zu treten. In der zweiten Halbzeit kam dann mehr Schwung ins Spiel. Vor allem die Salzburger steigerten sich und erspielten Chance um Chance. Darunter auch eine 100%ige, die Nikolas Meyer aber nicht nutzen konnte. Die klar überlegenen Salzburger hätten sich dann aber beinahe noch um den verdienten Lohn gebracht. Denn durch einige Unkonzentriertheiten in der Defensive hatten die Wacker-Amateure in der Schlussphase wie aus dem Nichts noch mehrere Chancen auf den Ausgleich. Genutzt werden konnte allerdings keine. Das Spiel ging dann hin und her und in Minute 83 hatten die Violetten den nächsten Sitzer, um den Sack endgültig zuzumachen. Daraus wurde aber nichts, denn Dusan Pavlovic scheiterte aus kurzer Distanz am Gästekeeper. So blieb es letztlich beim 1:0-Sieg der Salzburger Austria. Sehr zur Freude der 1500 Fans und natürlich auch des Trainers. Wenn ich gewinne, bin ich immer zufrieden. Das ist einmal die Quintessenz aus allem. Allerdings war es ein relativ schwieriger Sieg, sage ich jetzt mal. Wir hätten eigentlich 4-5-0 gewinnen müssen. Wir haben riesen Chancen vergeben. Und dann zum Schluss haben wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht einen Ausgleich kriegen. Ist so gesehen eigentlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber im Endeffekt die 3 Punkte sind in Salzburg und das ist einmal das Wichtigste. Zufrieden mit dem Ergebnis, aber nicht zufrieden mit der Leistung, lautete auch das Fazit der Austria-Spieler. Saisonauftakt ist immer ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, wo man steht. Es war ein bisschen ein Stolpersieg, würde ich mal sagen. Wir sind nicht so ins Spiel reingekommen, wie wir sich das spielerisch vorgestellt haben. Aber man muss auch die positiven Dinge herausziehen, sage ich mal. Wichtig ist, dass wir den Dreier gemacht haben, dass wir gewonnen haben. Und am Mittwoch geht es eh schon wieder weiter, da können wir es besser machen. Ja, mit dem Spiel generell, glaube ich, kann man nicht so zufrieden sein. Wir haben einfach ein bisschen zu viel hinten gespielt. Wir konnten nicht so schnell den Ball nach vorne bringen. Aber bei so einem Spiel, glaube ich, das Einzige, was zählt, sind 3 Punkte. Und ja, das gibt schon Selbstvertrauen für weiter. Die jungen Wacker-Amateure mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren konnten mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sein, dafür aber mit der Leistung. Also gegenüber unseren Vorbereitungsspielen war das heute eine immense Leistungssteigerung. Ich glaube, wir haben uns da unten sehr gut verkauft. Mit etwas Glück wäre sogar ein Unentschieden möglich gewesen. Aber letztendlich hat Salzburg verdient gewonnen.